Hallo und herzlich willkommen zurück im Void, wo ich 300 Frames kriege in der Aufnahme. Ich bin glücklich. Hallo und willkommen bei Project Unstable. Folge 175 müsste es sein. Ne, 157. So rum. Ja, folgendes. Wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen ausgebaut. Erzähle mal ein bisschen. Zum einen habe ich hier einfach mal einen Sludge-Boiler hingebastelt für das Sludge, was erstmal im Moment zusammen hier sich sammelt, um ja ein wenig Zeug zu generieren, was ja. Na gut. So. Dann habe ich hier unten mal ein bisschen. Wir fangen erstmal hin an. Folgendes. Ich habe erstmal die Furnace von hier nach da platziert. Das hier will ich mal noch irgendwann schöner machen, nur im Moment habe ich noch nicht die Muße gefunden. wir haben hier sechs Coke Oven, die sich der hier ist als letzter als fertig geworden. Die hier praktisch das ganze Holz dann schön rein bekommen und das zu Charcoal machen. Allerdings ist mir aufgefallen, wir haben zu wenig Holz. Das heißt, heute gucken wir mal, dass wir das hier ein bisschen beschleunigen, dass die Bäume schneller wachsen. Das wird alles hier reingebastelt, dann das, die ganze Charcoal. Ich zeige mal ganz kurz, wie ich es gemacht habe. Es ist nicht schön, aber es ist funktional. Das hier, das Orangene, ist das Netzwerk, was den Plan da drin hat, was die ganzen Harvester auch mit dabei hat und so weiter. Das ist praktisch das Orangene Netzwerk. Und das hat hier einen Storage Bus an ein Interface. Das heißt, es speichert, wenn möglich, in dem blauen Netzwerk. Dieses blaue Netzwerk geht hier lang, geht hier nach oben, hier ist ein Storage Bus an dem Coke Oven. Das heißt, hier wird hier wird Oakwood reingestort, als allererstes praktisch. Das ist so der erste Anhaltspunkt. Hier wird gespeichert. Hier ist auch noch ein Import, der dann die Charcoal mitnimmt. So. Wenn entweder das Holz voll ist oder er hier Charcoal nimmt, dann geht er hier in den Storage Bus und in das Interface, dadurch ins nächste Subnetzwerk. Ja, ich habe sehr viel mit Subnetzwerken gearbeitet. Aus, ja, im Endeffekt einem einfachen Grund. Dadurch kriege ich immer 8 Channel. Und ich habe praktisch ein einfaches Forwarding gemacht, also praktisch eine Weiterleitung. Also hier wird gespeichert, hier drinne, hier ist nochmal ein Speicherbus. Der geht hier in das Netzwerk. Hier ist nochmal das gleiche wie da drüben. Also Storage Bus und Import Bus. Auf beiden Seiten. Wieder ein Storage Bus. Interface geht hier lang. Hier oben nochmal der letzte. Und hier geht nochmal einer weiter in den anderen Storage Bus. Und das ist dann die Kohle. Das heißt, alles, was praktisch hier vorne rausgenommen wird über den Import, hat nur die Chance, hier einmal durchzugehen und dann hier hin zu landen. Und dadurch kriegen wir da hinten in. Wo ist es? In den Drawer hier das Zeug rein. Und. Wie bekommen wir jetzt die Holzkohle hier rein? Ja, gut, dass ihr fragt. Wir haben. Sind sie wahrscheinlich gar kein. Ich habe hier ein Interface, welches immer versuchen wird, einen Stack Charcoal drinnen zu behalten. Sowie ein P2P-Tunnel für RF, dass der Strom praktisch von hier oben weitergeleitet werden kann. So, dann geht hier einmal ein Kabel nach hinten, dann nach da. Und dann hier hin. Hier haben wir einmal das RF-Kabel, was hier wieder rausgeht. Wunderbar. Und dann haben wir hier ein Storage-Bus an einem Interface. Was bedeutet das? Ganz einfach. Dieser Storage Bus kann alles sehen, was in diesem Netzwerk ist. Dieses Netzwerk sieht aber alles, was in diesem Netzwerk ist. Dieses Netzwerk sieht, was in diesem Netzwerk ist, was in diesem Netzwerk ist und wo dann die Charcoal ist. Ja, das heißt, hier hinten die Charcoal nehmen wir durch dieses ganze Netzwerk hier hinten raus. Es ist wunderbar. Es ist wahrscheinlich viel zu kompliziert, aber ja, meine Güte. Ich wollte nicht mit so viel Conduits arbeiten, weil die für den Server nicht so gut sind. Im Endeffekt. Die Sache ist die, einfache ME-Netzwerke, diese kleinen hier, sind leichter für einen Server zu handhaben, als wenn ich da jetzt Conduits hinsetzen würde. Nur so nebenbei. Und hier hinten habe ich halt diesen kleinen Turm. Ich will das nochmal auf 3er Höhe überall bringen und dann vielleicht nochmal, je nachdem wie viel Kohle wir kriegen. Kriegen wahrscheinlich genügend Kohle. Ich weiß auch noch nicht, wohin mit dem Strom. Ich könnte das mal versuchen zu powern, aber dann wird es mir wahrscheinlich allen Strom wegjagen. Ich habe hier nochmal zwischengespeichert ein bisschen. Kann ich mal ganz kurz gucken, warte mal, wir brauchen hier im Moment mit dem Netzwerk. Nein. Da. 16 EU. Das 5 EU. Plus 3 EU. Plus 3 EU. Plus 3 EU.
Also ja, ein bisschen EU. Weiß nicht genau wie viel. Aber das dürfte ja eigentlich diese Generation sagen, ne? Power Generation sind 34,37 EU pro Tick. Ich glaube, das ist, was unser gesamtes Netzwerk insgesamt frisst, weil wir haben ja hier noch das P2P-Netzwerk, was ja auch nochmal ein bisschen was frisst. Dann haben wir hier dieses kleine Subnetzwerk, was ja... Ne, Moment, das ist das Hauptnetzwerk. Das hier ist ein Subnetzwerk. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe da eh keinen Überblick mehr. Das ist alles schon überblicksmäßig verloren. Ja. Also es reicht noch nicht, um die Quantum Bridge zu bepowern. Da muss ich dann nochmal irgendwann ran. So. Folgendes. Meine Idee war jetzt, wir beschleunigen erstmal die Bohne. Dadurch haben wir eine Möglichkeit, hier mehr Holz zu produzieren, was dann hier reingeht. Auf der anderen Seite haben wir hier Creosote Drums. Erstmal zwischen Speicherung, also jeweils zwei gehen in so einen Drum rein. Das wird sich dann ändern, sobald wir hier oben das andere Zeug haben, was ich vorhabe. Deswegen auch hier diese kleinen Streben, kleinen Steel Fans. Hier oben kommt nämlich wie eine Art Platte drauf, wo dann die Boiler sind. Also wo erstmal ein Boiler hinkommt, ein so ein Liquid Fueled Boiler Firebox, der hoffentlich ausreichen wird. Sache ist die, wenn ich jetzt hier das Holz rausnehmen würde, würde es praktisch erstmal hier vorne voll machen, von daher... Ja, er hat praktisch so seine Reihenfolge, ich mache das mal so, geht's ein bisschen schneller. Und das kostet uns halt keinen Strom, das zu produzieren, die Kohle, und das läuft halt auch so weiter, wenn denn von hier irgendwie Energie zur Verfügung steht, beziehungsweise von hier, müssen wir dann mal schauen. Ja, und wie gesagt, der Sludge-Boiler ist erstmal so ein bisschen nebensächlich. Okay, da muss ich dann nochmal irgendwann ran. Aber das hier habe ich schon mal halbwegs schön gemacht. Ich habe auch hier unten die Kabel, wie ihr schon gesehen habt, ein bisschen besser geordnet. Nicht wunderbar, aber ein bisschen besser. Ich habe mir nämlich eh schon überlegt, theoretisch einfach dieses Kabel, was jetzt hier einmal so lang geht, hätte ich auch anders legen können. Hätte ich nämlich einmal nach hier vorne machen können. Und dann hier drüben einen Harvester. Hätte ich einfach hier einen Harvester platziert. Anstatt da drüben. Na gut, egal. Wir haben es jetzt einmal. So. Bäume schneller wachsen lassen. Meine Idee, wir machen es mit Blood Magic. Das heißt, wir... Habe ich denn... Sehr gut. Obsidian. Und... Oh. Es war jetzt auch, bevor ich das vergesse, weil ich das jetzt mitbekommen hatte, es wurde nochmal gefragt, wann denn wegen Download es endlich soweit ist. Ich habe mittlerweile alles gedownloadet. Problem ist halt im Moment, ich gehe alles Mögliche durch, damit keine Dateien von uns mehr mit drin sind, dass wirklich das so ein bisschen, ich entschlacke praktisch, was noch weg kann und was uninteressant ist und so weiter. Es wird mit Mods und mit Configs kommen. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen Server damit machen wollen, dann müsst ihr schauen. Ihr müsst ein paar Mods rausnehmen, weil ein paar Mods sind nur Client-Mods, aber das, ja, denke ich mal, übrigt sich, weil was will der Server mit einer Journey-Map? Zum Beispiel. Ja. So viel dazu. Darfst du was? Nee. Fällt jedenfalls nichts mehr ein. Würden wir angenommen, könnten das folgendermaßen machen. Moment. Wenn ich jetzt wüsste, wie es hieß. Verdammt. Das ist eine gute Frage. Full Spring müsste es sein, ne? Nee. Full Spring war Green Grove. Da haben wir es doch. So. Hier noch eins, da noch eins, da noch eins. Würde gehen. So, wir machen aber erstmal nur einen. Wupp. Weil das Ding frisst jetzt konstant Energie. Ich hoffe, es funktioniert bei Bäumen. Das ist jetzt noch nicht ausprobiert bei Bäumen.
Notfall machen wir einen Sprinkler. Ich weiß nicht, was das bringt. Jeff Green Grove. Meine Befürchtung ist halt wirklich, dass es nichts bringt. Beziehungsweise, dass es zu niedrig sitzt. Was wahrscheinlich eher der Fall ist. Ich glaube, es macht ja nur den Block drüber, glaube ich. Moment. Da. Guck nochmal. Nein. Okay, ich mach's mal weg. So, 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 so und so. Und dann einmal hier oben ein Loch. So. Und dann. Besser? Sieht mir irgendwie nicht danach aus. Okay, wir könnten einen Sprinkler machen. Von Open Blocks. Sprinkler. Ja, stimmt, wir hätten auch den. Das ist der falsche Sprinkler, ich wollte den haben. So. Angenommen, wir nehmen jetzt den. Da! Anscheinend geht's doch schneller. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Es sind gerade zwei Bäume gewachsen. Ich vermute mal, dass ich dazu zählen. Unser Netzwerk ist schier unbeeindruckt. Aber wir haben ein bisschen Holz bekommen. Ist gut. Weil wir haben im Moment wirklich ein großes Problem mit Holz. Wir haben viel zu wenig. Und es wird sich auch so schnell leider nicht ändern. Und ich habe keine Reinforced Slates mehr. Ja. Okay. So viel dazu. Wollte heute eigentlich mit den Boilern anfangen. Nein, ich sitze 10 Stunden an der Baumfarm. Okay. Weg. Stone. Wupp, wupp, wupp. Was bist du eingestellt? Sehr gut. Wupp. Und doch. Gut. Das dazu. Huch. Hey. So, einmal hin. Ich glaube, jetzt muss ich meinen Angel Ring wieder wegwerfen gleich. Nein, es geht. Wunderbar. Und es scheint doch was zu bringen. Hier ist jetzt schon wieder ein Baum gewachsen hier vorne. Und dem Harvester ist scheißegal. Jetzt. Nee. Yeah. Okay, also wir brauchen unbedingt Speed. Das wird lustig, okay. Ist hier eigentlich gut ausgerechnet. Ansonsten machen wir jetzt erstmal einen Boiler. Boiler. Damit wir erstmal vielleicht ein bisschen von der Charcoal wegkommen. Dass wir erstmal Charcoal-Vorrat machen. Und hauptsächlich bin ich ja wirklich hinterher wegen Creosote. Oil. Rolling Machine. Oh, ich hab einen Controller. Okay. Besser Bank. Wir haben ja zum Glück genug. So. Okay. Und Steel. Wir haben ja zum Glück genug. So. Okay. Was brauchen wir noch? Können wir schon mal den Rest vorbereiten hier. Fueled. Okay, wir brauchen noch Fire Charge. So, ein bisschen. Ein paar Eimerchen. So, brauchen wir zwar nicht alles. Aber okay. Huch. So. Einmal so. Ups. Nein. So. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen 9. Okay. Hm, hm, hm. 7, 8 und 9. Das war mir so klar. Irgendwas wusste ich, fehlt jetzt beim letzten. So,
Okay, 9. Dann brauchen wir noch High Pressure Boiler Tank. Da brauchen wir, was haben wir? 3 mal 2 mal 3. Okay. Könnte nicht reichen. Gerade noch nicht, wo ich es hinbauen möchte. Vielleicht mache ich Sound mal vielleicht. Haben wir noch Steel? Also Steel haben wir noch, aber warte mal. Ich möchte gerne dieses Steel Scaffold. Huch. Okay. Einmal so. Okay. Weiß nicht, wie das aussieht. Ich das jetzt einmal hier so lang ziehe. Meine Idee war auch, das müsst ihr mal schreiben, ich hatte überlegt, ob ich hier hinten das ME-System wegmache, also teilweise wegmache hier drüben, und wir Conveyor Belts von Immersive Engineering hier dahinter packen, wo jetzt praktisch hier das Interface ist, weil wir verbrauchen eigentlich alles bis auf die Äpfel. Heißt, Setzlinge müssen nach da unten und den Rest können wir praktisch hier hinten einmal lang leiten und dann da rein. Das ist vielleicht auch mal was anderes. So. Diesen da. Huch. Reicht nicht. Okay. So. Das ist viel zu teuer und sieht wahrscheinlich überhaupt nicht schön aus. Aber. Naja, gut. Da muss ich dann wahrscheinlich einen Boden machen. Aber egal. Hier oben kommt eh dann erstmal das Teil hin. Relativ mittig möchte ich gerne eins. Hier. Kann ich nämlich noch zwei daneben bauen. So. Dann brauchen wir den Tank. Brauchen mehr. Das ist zu wenig. Steel. Huch. Schwupp. Formt sich natürlich noch nicht, weil wir noch ein bisschen mehr brauchen. Ich weiß noch nicht genau, womit wir die Fluid dann da hochkriegen, also die. Aber naja, gut, wir werden mal sehen. So. Nummer 8. Ich glaube, das dürfte ja schon reichen. Genau, wunderbar. Okay, und zwar brauchen wir Wasser und wir brauchen Creel. Also wir können Creosote Oil nehmen und dann kriegen wir Steam raus. Und das Ding braucht halt eine Hitze. Also im Moment sind es 20 Grad. Das heißt, wir müssen eine ordentliche Wasserversorgung erzeugen. Tank. Tank. Verdammt. So. Okay. Das ist aber der falsche Tank. Ich muss nachgucken, wie er war. Ich weiß es nicht. Okay. Mal ganz kurz an unserem Wassertank schnuppern. Wo ist er? Hier unten irgendwo. Da. Es ist dreifach orange. Okay. Mit oder ohne Diamant? Mit Diamant natürlich. So, wir haben hier auf jeden Fall, hoffe ich mal, wieder für ein bisschen Beeswax gesorgt. Ganz so viel, dann müssen wir dann doch nochmal automatisieren, komplett. Okay. Ja gut, im Moment kann ich ja erstmal reinwerfen, der craftet es mir dann automatisch, aber 1, 2, 3. Das ist ja nicht unbedingt ein Dauerzustand, den man behalten möchte. So, 1, 2, 3 und wir haben Wasser. Huch! Was? So. Schabub. Auge juckt. Nicht schön. So. Machen wir das einfach mal so und dann so. 72 Eimer gehen rein. Ich glaube, unser Wasser reicht da nicht unbedingt. Ich hoffe, das kommt hinterher. So ein bisschen meine Angst. Werden wir mal schauen. Bucket. Nehmen mal 2 Eimer. Das 2. So.
Dann bauen wir jetzt langsam Hitze auf. Und anscheinend nutzen wir das Wasser nicht so aktiv. Okay. So, jetzt haben wir erfolgreich alles Creosote schon verballert. Nur um es aufzuheizen. Jetzt wisst ihr, was ich meine mit nicht so viel Creosote, wie wir vielleicht brauchen. Deswegen muss die Baumfarm schneller werden, damit wir mehr Creosote herstellen können. Mehr Creosote Oil bedeutet bessere Boiler. Bessere Boiler kommt aber auch durch sowas. Hoffe ich. Ups, nein! Komm wieder. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
jetzt passen 144 Eimer rein. Okay. Also wir haben fast eine volle Drum. Nee, achso, das ist nur Wasser. Okay. Frage ist, binden wir es mal an oder nicht? Wir können hier mal. Conridge. So. Nein, nicht insert. Nein. Disabled. So. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. So. Und insert. Und hier machen wir mal extract. Wir können auf jeden Fall genügend Steam erstmal zwischenspeichern. So eine Million. Ich weiß halt nur nicht, wie lange wir jetzt auskommen damit. Mit diesem einen Teil. Warte mal, hat nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Version schon haben. Doch, wir haben sie. Vielleicht machen wir es ein bisschen mehr mit dem Immersive Engineering. Damit habe ich noch gar nicht so sehr gearbeitet diesmal. Und da haben wir einen Eimer verballert, nur um 2 Grad hochzukommen. Ohne irgendein Steam zu erstellen. Wir können natürlich auch den Boiler mit Kohle und so weiter betreiben, aber ich hoffe mal, dass wir vielleicht doch mit dem Creosote, was wir hier produzieren, später mal in der Lage sind, das dann alles gut zu nutzen. So, allerdings sind wir jetzt schon bei 14. Wir haben nur 3 Grad aufgebaut und noch kein Steam produziert. Ich glaube, mit dem Creosote konnte ich aber auch nichts weiter machen, ne? Creosote. Ich kann es botteln, ich kann es carbinden, aber ich kann nichts Tolles draus machen. Okay. Bräuchten deutlich mehr Creosote. Ich leite mal von alles jetzt in das eine Teil rein. Disable. Das kommt weg. Und hier machen wir auch mal Extract. Always active. Baller ist voll. Bis zum geht nicht mehr. Wir probieren es einfach mal. Und wenn es nicht ausreicht, dann basteln wir mal was anderes mit dem Creosote. Irgendwas findet sich da sicher. Disabled. Und hier machen wir auf Extract. So. Okay. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ob wir Steam produzieren werden. Ich hoffe es einfach mal. Extract. Drum. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, irgendwie Zeug herzustellen. Dingens hier, ihr wisst schon. Können eigentlich da drauf Monster spawnen? Keine Ahnung. Da kann ein Monster spawnen. So. Okay. Dann gucken wir nochmal nach den Slates. Es tut mir halt jetzt wirklich leid, das ist wahrscheinlich das
Uninteressanteste der Welt. So, okay, jetzt dürfte er das Creosote hier auch mitnehmen. Sehr gut. Ja, wir haben schon ordentlich verballert. Na gut, das ist noch ordentlich voll. Ich meine, jeder hat noch so ein bisschen Holz ja drin, aber es reicht nicht. Ich denke, die 6 Coke Oven reichen nicht für diesen einen da oben. Ansonsten mache ich vielleicht kleinere, wenn das mehr bringt, aber ich bezweifle es. Okay. Aber Creosote Oil gilt doch auch als... Moment. Engine. Hab doch von Buildcraft die Combustion Engine. Wenn wir da... Ups, nein. Bloß nicht das hier. Wenn wir hier die Combustion Engine machen würden, ginge die mit Creosote? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ich nehme das mal mit. Okay, was wollte ich jetzt hier? Reinforced Slates. Sind immer noch nicht fertig. Oh ja, ich habe einen halben Stack. Oh mein Gott. Das kann und wird noch einen Moment dauern. Na gut, unser Netzwerk dürfte es verkraften. Ja, guck mal, wir haben kaum was verloren. Es ist so immens groß, unser Netzwerk, das ist schlimm. So. Obsidian. Eine Obsidian-Farm wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oh. So. 1, 2, 3 brauchen wir. Ciao. Könnte sogar reichen mit etwas Glück. Könnte sogar reichen. Vielleicht kriegen wir wenigstens das noch hin, dass wir die Bäume schneller zum Wachsen bekommen jetzt. Heute. So, warte mal. 1, 2, 3. Schwupp. 2, 3. Nein. Falsch. Nein! Das Rechnen der Master fällt natürlich runter. Einmal Magneten nicht an. Klick. Okay. Ah, du da, du aktiviert, du dahin. Zu den Zeit hier nochmal weg. So. Dahin, dahin, dahin. So, hoffen, dass das ein bisschen mehr Holz. Anscheinend ja. Sind bei 63 Grad. Haben hier alles Creosote raus. Da haben wir auch schon wieder 10 weg. Und haben noch kein einziges Steam produziert. So, wir machen jetzt mal Folgendes. 1, 2. Combustion Engine. 1, 2. Und das Teil. Geht nicht. Schade. Dachte. Stirling Engine. Stirling Engine war mit fester Energie. Biogas, Clockwork, Electrical. Hobby ist. Das sind halt die Steam Engines, die ich dann gerne nutzen würde. Ich würde dann halt gerne mit den Steam Engines mehr Strom produzieren, weil 80 F pro Tick ist im Moment, was wir hier hinten auch mal. Hi. Ja, hi. Ich lasse es mal laufen, aber ich bezweifle, dass wir irgendwas rauskriegen werden.
Das läuft auf jeden Fall jetzt wesentlich schneller. Frage. Ja, wir ballern doch schon ordentlich mal. Aber wenn wir jetzt die... Ich bin mir total unsicher, ob das sowas wird, was ich da aufziehe. Wahrscheinlich reiße ich irgendwann alles ab, weil es nicht funktioniert. Und ich sauer bin. So. Alles mal weg. So, dann machen wir noch die eine Slate hier und dann... will ich mal gucken, ob du wieder auffüllst oder ob du... Okay, er saugt auf jeden Fall das Ding leer. Frage ist halt, was passiert, wenn das Ding jetzt gleich leer ist? Dann müssten wir theoretisch... Also dann sehen wir ja, was unsere Produktion im Vergleich zum... Machen trotzdem immer noch mehr. Ja, wir machen deutlich mehr. Okay. Trotz den ganzen Ritualen gewinnen wir trotzdem noch an Life Points dazu. Das ist ein sehr guter Schnitt, wie ich finde. Das kann sich sehen lassen. So, ich sehe außerdem, dass die Folge vorbei ist. Also mich würde mal interessieren, wollen wir es mit dem Immersive Engineering einfach mal versuchen? Dass wir hier halt Conveyors langlegen einmal? Wäre vielleicht gar nicht so unlustig, wenn dann hier so ein Conveyor einmal außen rum läuft. Es geht deutlich schneller. Aber füllt jetzt von hinten auf, ne? Das ist voll, das ist voll, das ist noch nicht ganz voll. Und dann, das ist voll, das füllt sich hoffentlich als nächstes dann. Oder? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Mal gucken. Deutsch Spaß. Sollte jetzt, ja, sehr gut. Okay, das heißt, wir produzieren mehr Holz, als wir verbrauchen. Das heißt, wir brauchen eh einen Puffer. Ja, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob wir es mit Immersive Engineering machen wollen. Würde mich mal interessieren. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr so ein bisschen das rumkullert. Wie schon gesagt, es ist rein auf Masse ausgelegt. Okay, die Dinger laufen aber auch nur gerade so. Weil ihn mal danach ist. Okay. Gut, okay. Dann denke ich mal, ich kann mich frohen Mutes bedanken fürs Zuschauen. Hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wäre schön. Bis dahin auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ja, ich denke mal, vielleicht mit etwas Glück sehen wir uns morgen wieder. Vielleicht habe ich dann eine Idee, was wir machen. Ich stelle es mir halt cool vor mit dem Immersive Engineering, so ein bisschen rumgegeikelt. Und das Ding, ich bin nicht so überzeugt. Ich glaube, ab 100 Grad macht es was. Ich guck mal nach und vielleicht haben wir morgen ein bisschen Steam. Mal schauen. Bis dann. Folgendes, ich melde mich doch nochmal zu Wort. 100 Grad. Wir produzieren Steam und das nicht wenig. Okay. Und er verbraucht das Creosote nicht schneller, wenn ich es richtig sehe. Ihr seht hier, das Ding geht einmal durch. Und wenn es unten ist, so brauchen wir ein Creosote. Das heißt, es ist trotzdem wahrscheinlich immer noch zu wenig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal gucken. Immer noch 5000 drinne. Lange, wenn sie vielleicht das Zeug halten können, das wäre schon schön. Nun gut, so, ich wollte das nur ganz kurz sagen, also wir produzieren gerade Steam. Und wir haben schon 100.000, also 100 Eimer gemacht im Endeffekt. Gut, und wir verbrauchen dann für die Engine, brauchen wir 40 pro Tick. Und wir machen, glaube ich, gerade 400, also, ja. Okay, das wollte ich nur kurz sagen. Dann tschüss und bis morgen vielleicht. Tschüss.